Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei Wunder heute. Unser Thema: Kinderwunsch. Glaubt man den Recherchen im Internet, dann leidet 1 von 6 Ehepaaren unter Kinderlosigkeit. Alles Mögliche wird unternommen. Darum erstaunt es auch nicht, dass wir immer wieder eine Mail erhalten von Ehepaaren, die sich sehnlichst ein Kind wünschen. Und dabei denke ich jetzt gerne an den Bericht, an den Lebensbericht von Gabriela Scherer, den Sie auch auf Wunder heute finden. Gabriela hatte auch eine Ausgangslage, die nicht so vielversprechend war. Die Ärzte rechneten nicht damit, dass sie überhaupt schwanger werden würde. Sie litt zudem unter starken Darmproblemen und das schon längere Zeit und besuchte dann im März 2014 ein Seminar. Auf diesem Seminar wurde für sie gebetet und augenblicklich wurde sie von ihren starken Darmproblemen geheilt. Aber zusätzlich empfing sie das Wunder, schwanger zu werden. Im Dezember 2014 haben wir Aufnahmen gemacht bei ihr zu Hause, wo sie ihre Geschichte erzählt, sehr ausführlich, auch mit nicht einfachen Situationen klarzukommen, aber diese Vorfreude und auch der Glaube an Gott, der eben alles möglich macht. Nein, Gott ist dabei und wir können ihm um alles beten. Und wir können da auch vertrauen und es loslassen. Und das Spezielle war dann auch, wirklich, das war so krass, weil du denkst, du kannst nicht schwanger werden. Auch für Ethan war das plötzlich von, hey, er hat sich eigentlich mental darauf eingestellt von, okay, wir können keine Kinder bekommen. Und dann plötzlich, innerhalb von einem Monat, du wirst geheilt und innerhalb von einem Monat bist du schwanger. Und das ist völlig crazy. Und dann hatte ich auch gesagt, also der Arzt hat den 1. April, hatte auch meine Blutwerte genommen, oder? Und dann musste ich ein paar Tage später, kam ich dann wieder zurück. Und dann hat er auch gesagt, ja, dein Blut, alles sieht super aus, eigentlich atypisch PCOS. Und dann hat er auch so gesagt, den Zucker, da hat er die verschiedenen Hormone so erwähnt. Also ich bin kein Arzt, also ich weiß nicht mehr genau wie und was. Und dann hat er auch gesagt, ja, und dein Eisen ist super. Und dann habe ich gesagt, wie ist es möglich, dass mein Eisen sogar in Ordnung ist? Weil ab meinem 15. habe ich Eisenmangel gehabt und habe ich auch Blutarmut gehabt. Ich habe manchmal diese Infusionen gehabt und jeden Tag Eisentablette geschluckt. Seit meinem 15., also wirklich 18 Jahre lang. Und plötzlich ist uns, als ich den 1. März geheilt wurde, wusste ich, ich brauche es nicht mehr. Auch meine Eisentablette brauche ich nicht mehr. Also hatte ich nicht mehr genommen. Und plötzlich war mein Eisen in Ordnung. Und dann hatte ich gesagt, wie ist es möglich, dass mein Eisen sogar in Ordnung ist? Und dann hat er gesagt, wie ist es möglich, dass du schwanger bist? Und das war wirklich, das war für mich auch wieder so eine Bestätigung. Hey, Halleluja. Im Januar 2015 kam Jaden, ihr Sohn, zur Welt. Man kann sich vorstellen, das Glück schien perfekt zu sein. Und jetzt kommt's. In der Zwischenzeit hat Gott ihnen noch Zwillinge, zwei herzige Mädchen, geschenkt. Im Juli 2017 waren wir dort, haben wir die Familie Scherer besucht in ihrem Zuhause. Da strahlen nicht nur die Eltern, sondern auch der Moderator und seine Frau. Gott ist so gut. Hierzu ein Zitat von Gabriela. Heute möchte ich jeder Person, die auf eine Heilung wartet, Mut machen. Gib nicht auf, daran zu glauben. Gott liebt dich. Ich glaube heute, dass ich selbst blockiert war und das Wunder deshalb nicht empfangen konnte. Erst als ich glaubte, dass ich genau gleich wertvoll bin in Gottes Augen wie alle anderen, war ich bereit dazu. So habe ich es zumindest erlebt. Es gibt kein ABC-Verfahren mit einer Garantie für Heilung. Ich kann auch nicht sagen, warum manche geheilt werden und manche nicht. Aber hör nicht auf, daran zu glauben und an der Zusage festzuhalten, dass für Gott nichts unmöglich ist. Eingeblendet finden Sie auch den Link zum ausführlichen Bericht von Gabriela Scherer. Wir möchten Sie mit diesem Bericht ermutigen. Trauen Sie Gott alles zu. Wir finden auch solche Berichte in der Bibel, wie beispielsweise bei Elisabeth, wo auch keine Chance war für Heilung, respektive eben Kinder zu bekommen. Aber Gott hat eingegriffen auf wunderbare Art und Weise. Trauen Sie Gott alles zu.
Wir freuen uns, wenn Sie bald mal wieder bei uns vorbeischauen. Gott segne Sie.